Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Wir haben es letztes Mal ja nicht ganz geschafft, uns mal die Reparatur der Sniper Rifle anzugucken. Aber wir haben alles soweit gut vorbereitet. Wir können die Werkbank upgraden, um dann... Ne? Die verschiedenen Waffen hier freizuschalten. Dann wollen wir das mal machen, würde ich sagen. Eine Stunde haben wir locker über. Ich weiß gar nicht, ob er mal frühstücken muss, der Gute. So. Jetzt können wir aber. Jawohl. Wir brauchen eine Broken Hunting Rifle und 16 Komponenten. Geil. So. Einmal das. Und Komponenten. Haben wir hier noch. Da war übrigens wieder das Schning. Schning. Gibt es nochmal ein Schning? Ach, guck mal, das wird der Knaller. Wir sind stolzer Besitzer einer Hunting Rifle. Freunde. Speer kannst du mal kurz weglegen. So. Ein paar Sticks hast du noch in der Tasche. Das ist ganz gut, weil am Zaun müssen wir auch noch weiterarbeiten. Dann gibt mal ein bisschen Munition. Da haben wir dicke 44 Schuss, wenn mich nicht alles täuscht. Geil. Das heißt, wenn wir jetzt mal Bock auf ein Reh haben. Haben wir jetzt nicht, aber wir könnten, wenn wir wollten. Wo ist es denn hin? Ach da. Mega nice. Ich lasse es jetzt mal eben, weil ich sonst eh wieder nicht dazu komme, es auszunehmen. Denn wir bauen uns jetzt noch... Das Leder müsste trocken sein. Das nehmen wir mal mit. So. Für den Fall der Fälle kannst du ja schon mal durchladen. Wir bauen uns noch den Köcher. Den guten. Den haben wir ja jetzt auch frei. Genau. Tactical Quiver. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Und wir bekommen genug Leder raus. Ja, 8 Stück. Sehr gut. Dann passt es genau. Was brauchen wir noch? Nochmal 10 Komponenten, 2 Klebeband und 4 Nähsets. Jetzt wird es interessant. Klebeband. Wow. Wie viel waren es? 2? Ich habe schon wieder vergessen, glaubt man's. Acht Komponenten. Hast jetzt bestimmt wieder die Hälfte vergessen. Ja, 2 Komponenten. Naja, gut, das geht ja noch. Hätte schlimmer kommen können. Ah, warte. Bauen wir das Ding auch noch. Könnten wir uns auch schon mal mit Pfeilen versorgen. Dann sind wir jetzt echt gut ausgerüstet. 2 Stunden. Dann geht der Tag aber auch rum. Oh, was haben wir jetzt? Mist? Ja. Ganz gerne mal die Tür zumachen. Warte. Freunde, wie sieht's aus? Hat keiner da? Nee, anscheinend nicht. Okay, dann lass uns kurz mal
den Köcher equippen. Ah, da kommt wer. Guck mal, wie geil. Können wir glatt ein paar Zombies abfahren. Hier und da mal. Dass die uns ein paar nette Sachen vorbeibringen. Aha. Na. Wo haut dann? Er hat aber eine schöne Rolle gedreht. Ist da hinten noch wer? Ich würde ihn ja ganz gerne looten, aber ein bisschen Angst habe ich auch. Okay, den haben wir schon mal. Ich muss unbedingt diese 5 Zäune da hinten noch fertig bauen, dass ich hier wirklich safe bin. Aber es funktioniert, ne? Die kommen immer direkt zu den Toren gerannt. Keiner macht auch nur Anstalten, irgendwas hier kaputt zu prügeln. Am schlimmsten wäre ja hier die Schmiede. Aber selbst da gehen sie nicht bei. Nice. Ja gut, wenn keiner mehr kommen will. Guck mal, er hat schon mal hier Klebeband und ein bisschen Medis dabei. Gefällt mir. So. Oh. Stimmt ja, ich habe das Frühstück vergessen. Dann würde ich sagen, bereiten wir uns die Folge noch ein bisschen vor. Bauen ein bisschen. Guck mal, da ist der Mist schon wieder durch. Und in der nächsten gucken wir mal, ob wir uns den geilen Bogen holen. Wenn der noch da ist. Wie, wo er in Staffel 5 war. Und zwar im Banditencamp mit der Kirche. Dann lass uns die Folge hier noch ein bisschen was aufstellen. Einmal diese Hütte für die Stämme. Damit ich zwischen den Folgen dann schon mal ein paar farmen kann und kann schon mal vorbereiten, dass wir dann demnächst... Ja, Scotty. Danke. Mal anfangen können, die Hütte zu bauen. Was willst du denn jetzt? Achso, was trinken musst du erstmal noch. Hast du noch was? Nicht viel. Ich würde sagen... Machst du die Pulle gleich nochmal voll. So. Dann wird es auch mit der Zeit für eine Loot-Tour. Dann haben wir einen schönen Mix. Immer so ein, zwei Folgen bauen, weil da im Augenblick noch sehr viel zu tun ist. Und dann machen wir wieder ein bisschen kleine Prügelei mit Banditen oder Siegern oder Zombies. Wenn wir den Bogen dann haben, würde ich sagen, machen wir mal die Westernstadt. Brauchst Werkzeug, ne? Wollen wir mal die Motorsäge ausprobieren? Einfach, weil wir sie noch nicht hatten. Nehmen wir mal mit. Dann kannst du eigentlich auch mal den Rest schnell wegsortieren. Das hier. Das hier. Bisschen Klebeband war hier. Ach ja, und angeln wollten wir auch noch. Da weiß ich wirklich nicht. Da probieren wir mal aus, ob das im Fluss auch geht. 9 Sticks. Nehme ich nochmal die mit runter. Wenn wir noch einen Stick finden, können wir schon mal wieder 2 Zäune schnell aufbauen. Nebenbei. Mist ist ja durch. So. Wir stellen, glaube ich, erstmal den Baumstammhalter auf. Wo war der nochmal hier? Ja. Wood Storage. Okay, so heißt das Ding.
hättest du den gerne? Und wir könnten den zum einen hier neben machen. Nee, hier ist Kacke. Ich glaube, ich würde den einfach erstmal hier hinstellen. Vor diese Lücke hier. Dann haben wir die nämlich schon mal dicht. Benutzen, was wir haben. Und sparen uns so viel Zaun wie möglich, weil das kostet ja doch so einiges an Ressourcen. Ich hoffe, so passt es. Dass hier nichts und niemand mehr durchkommt. So, 12 Bretter, 16 Nägel und 4 schwarze Komponenten. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ich suche nur mal ganz schnell. Eigentlich ein Stick, aber ich glaube, ich sollte einfach mal vor den Baum hauen. Mama, das geht glaube ich schneller. Da liegt was, okay. Nimm's mit. Ich glaube, Blätter brauchen wir nicht mehr so viele. Die kannst du erstmal liegen lassen. Obwohl ihr geschrieben habt, lass nicht so viel Scheiß rumliegen. Das geht sehr auf die Performance. Allerdings, wenn das ganz normale Sachen sind, die eh nachspawnen, dann ist es, glaube ich, egal. Aber wenn du jetzt 1000 Bäume umhackst und dir liegen zig Äste und Blätter rum, dann wird es, glaube ich, schwierig. So, ein Stick muss immer machen. Haben wir 10, dann müssten wir 2 Zäune aufbauen können. Jawohl. Sehr gut. Stück für Stück. Kein Stress. Hauptsache safe. So, wir machen ein paar Nägel. Und nimm eine Säge mit runter. Dass du gleich unten auch Bretter machen kannst. Die hier müsste noch reichen. Ja, genau. Vielleicht brauchst du auch noch einen Hammer. Dann nimm den auch direkt mit. Die Nägel wolltest du machen. Schon wieder fast die Hälfte vergessen. Das geht auch manchmal schnell. Eins und eins. So. Einmal Nägel. Ich glaube, 16 war richtig, ne? Dann machen wir auf jeden Fall die beiden Bäume als erstes weg, denn hier soll ja vielleicht das erste Haus hin. Müssen wir uns nochmal ganz genau angucken, aber ich glaube, das machen wir so. Also. Umfeld! Ja, gefällt mir. So, hier bitte gleich wieder alles einsammeln. Sehr gut, ein paar Äste. Ich sehe schon den nächsten Zaun fertig werden. Nice. Oh, guck mal, hat sich richtig gelohnt. Nehmen wir mal 3 mit hoch. Weiß gar nicht, ob einer reicht. Aber wir gucken mal, dass wir das Ding so ein bisschen aufbauen. Schon mal ein bisschen was reinräumen. Dann den Bauplan vom Haus setzen und dann sehen wir, was wir brauchen. Dass ich das dann schon mal ein bisschen vorbereiten könnte. Scheiße, ich habe die 4 schwarzen Metal Scraps vergessen. So, 12 Bretter. Das heißt, wir müssen. Soll ich das lieber oben machen? Ich jetzt hier 1,5 Stunden Bretter schneide.
Wäre mir das lieber, ich wäre irgendwie ein bisschen safe oder mach's zumindest hier. So. Wie sich wieder die Zombies verprügeln. Oh! Schlecht Wetter! Habe ich was dabei, was kaputt gehen könnte? Ich bin mir ganz eigentlich unsicher. Es regnet ja immer noch. Dann hämmer ich mal hier das Auto weg. Mal so langsam ein bisschen aufräumen hier. Bringt uns auch gleich 4 schwarze Komponenten, hoffe ich. Metal Scraps. Schwarze Komponenten, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, mir geht nichts kaputt. Ah, und das Wetter wird auch schon wieder besser. Ah, herrlich. Gott sei Dank, der Regen ist vorbei. Ja, guck mal. Das sitzt genauso wie soll. Perfekt. So, hier kann ich jetzt die Loks einfach storen. Und man muss immer noch was trinken. Gönn ihm doch mal ein Schlückchen, er war doch so fleißig. So. Hammer, pack mal weg. Oh, das war's schon. Dann weiß ich gar nicht, stand da auch, wie viele Loks hier reinpassen? Sehr gut. Muss ich gleich wieder an den Wagen denken, der das letzte Mal hier weggebackt ist. Ach so. Ja gut, es war eine schwache Hoffnung. Ich habe gar nicht geguckt, ob er nach dem Einloggen wieder da war. Tatsächlich. Aber hier ist nichts, ne? Wir sehen hier keinen Wagen. Der ist irgendwie weggebackt. Mal echt Pech gehabt. Ihr habt geschrieben, ihr habt keine Probleme mit dem Wagen. Das sah irgendwie bei uns anders aus. So. Ich würde nochmal probieren, wie gut das hier reinpasst. Ansonsten müssen wir hier halt einen Zaun setzen. Wenn das hinten zu weit übersteht, ich zeig's euch gleich. Warte. Wir nehmen hier. Wollt ihr eigentlich die nehmen? Vielleicht könnte ich sogar die ganz kleine mal ausprobieren. Ja, die ist ein bisschen zu klein, obwohl da würdest du dir auch schon den Zaun sparen und die würde geiler hier hinpassen. Das erste, wir können uns ja später auch noch eine größere angucken, aber die würde mir hier, obwohl eigentlich müsstest du dann so setzen. Also die würde von der Größe her ganz gut passen. Wahrscheinlich würde ich sie dann irgendwie so hier zwischen den Zaun setzen. Ich muss das halt noch irgendwie gut absichern können. Ich glaube, die andere ist schon fast zu groß. Brich das nochmal ab. Nimm nochmal die größere.
Weil so ein Haus ist eine Schweinearbeit. Das sollte passen, wenn du es da hinsetzt. Ist auch ganz geil. Hier sieht es mit der Leiter so komisch, mit der Treppe so komisch aus. Seht ihr das? Bei der unteren Treppe? Als wenn das hier so unter den Boden backt. Am liebsten hätte ich es so. So wäre mir eigentlich am liebsten, damit die Straße noch ein bisschen frei ist. Ob man hier noch durch kann? Das ist aber auch Maximum, ne? Weiter nach hinten gehen kannst du eigentlich nicht, sonst schwebt hier alles. Dann brauchst du halt hier nur noch zwei Zäune machen. Und hier nur noch ein, zwei Zäune machen. Dann wird das hier abgesichert. Aber das ist mir hier irgendwie zu dicht. Obwohl später reißt du das ja hier wieder ab, ne? Wir machen es mal so. Wenn die Zäune hier wieder wegkommen, weil außenrum hier alles abgesichert ist, in einem größeren Radius auf jeden Fall, könnte man hier schon mal das Hütchen hinbauen. 96 Stunden. Puh. Na ja, gut, dann ist das so. Was brauchen wir denn? 55 Loks. 20 Bretter, 35 Nägel und vor allem die Sticks sind übel. Und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt Scotty nochmal Bäume fällen lassen würde. Und der kommt ja hier von oben nirgends mehr dran. Und du glaubst auch nicht, dass er seinen dicken Hintern mal runter bewegt. Wahrscheinlich erst wieder. Wenn er, oh shit. Nein. Du sollst knüppeln. Wahrscheinlich erst wieder, wenn er unten wohnt, weißt du? Okay. Er macht sich erstmal ans Werk. Ah. Auf den hast du es abgesehen. Ja, mach doch, was du willst. Von mir aus, hau schon mal was um. Dann würde ich sagen, ich mache auch noch mal ein, zwei Bäume. Nein, hat er nicht mal fertig. Doch. Tu was! Nicht, dass er mir gleich von da oben aus Versehen ins Bein hackt. So, drei Zäune noch. Ich glaube, wir machen das hier unten mal fertig. Oh, hier lag noch ein Metal Scrap. Und so wirklich gelootet haben wir ja unseren Happy Place hier ja auch noch nicht, ne? Ich würde sagen, wir sammeln mal kurz ein, alles, was hier noch so rumliegt. Was jetzt auch gar nicht mehr so viel ist. Ah, hier ist noch ein Ast, sehr gut. Das Feuerholz würde ich glatt mal hier liegen lassen. Ich würde das Ding gern abreißen, wenn es geht. Aber es stört ja jetzt da in der Ecke auch, glaube ich, nicht so großartig. Dann lass es einfach mal da. So, lass gucken mal, was Scotty hat. Zwei Bäume jetzt gehabt. Ne, er ist noch dabei. Okay. Was lag denn hier noch? Eine Feder. Oh, ist das schön. Oh, guck mal hier. Alter Schwede, er ist ja richtig fleißig gewesen. Erster Linie geht es mir erstmal jetzt um die Sticks.
zum Aufbauen vom Zaun jetzt noch vor der Nacht. Und das hier nicht so viel Kram rum. Ich guck mal, da kommt doch was zusammen. Wo hat er denn... Das war's? Wie viele Sticks hast du? Wow, 16? 21, geil, das reicht ja schon. Oh, hier hat er auch gehabt. Sammel das eben noch mit auf. So, dann sollten wir aber auch zusehen, sonst kommen wir zu weit in die Nacht. Dass wir es noch aufgebaut bekommen. Ja, das war blöd. Wo hat dann jetzt noch gehackt? Da hinten irgendwo. Ja, mach du mal. Komponenten habe ich. Nur 6 dabei, da muss ich noch mal welche holen. Beste Mann. So. Und nochmal 2. Das reicht jetzt auf jeden Fall. Ich bin auch zu voll. So. Ein paar Sticks hergestellt. Oh Gott, jetzt wird es aber auch schon wieder leicht finster. Sollten uns mal irgendwie eine kleine Lichtquelle hier hinstellen. Haben wir? 19 Uhr, Zeit passt. Und wir sind safe, würde ich sagen. Sehr gut. Scott ist doch gut. Ich wollte nur ein paar Sticks. Du brauchst ja jetzt hier nicht die ganze Nacht durchknüppeln. Wie viele Stunden habe ich denn eingestellt, zum Teufel? Ja gut, bald hat er eh alle Bäume, an die er rankommt, weggehabt. Ich gehe nächsten Morgen nochmal einsammeln. Jetzt ist erstmal ein bisschen duster hier. Ja, die könnte ich ja... Ach, die hätte ich nochmal unten reinpacken können. Obwohl, die können wir auch nochmal schnell zu Brettern verarbeiten. Wir brauchen ja eh 20 Stück. Oder wird es aber auch krass spät jetzt. Müsste gleich nochmal gepflegt was essen. Drying Rack. Meat. Hier unten hängt da noch was. Uns mal ganz kurz ein bisschen Lampe. Auch wenn es wohl zum Essen brauchst du die jetzt nicht. Moment. Kannst auch im Dunkeln das Zeug nicht reinstopfen. Ist ja eh nichts Besonderes. So. Dann sind wir nochmal gut gestärkt. Dann können wir uns gemütlich ausschlafen. Sehr schön. So. 22 Uhr, das heißt... Ne, 8 ist ein bisschen lang, ne? Doch, 8 passt. Ja, dann geht sofort die Sonne auf. Und ich muss kurz meinen Kram alles mal wegholen. Bretter, die brauchst du gleich. Dafür könntest du die restlichen Sticks mal hier lassen. Hier sind noch ein paar
Steine. Oh, das passt noch nicht. Düdüdüt, das ins Lagerfeuer. Dann so. Das sind noch zwei Hardsticks. Jetzt passen die auch nicht. Okay. Ach, hier müssen noch Blätter rein. Hier ist auch kein Platz mehr. Das kannst du noch mal aufhängen. Wir lassen noch mal eins durchtrocknen. Dann kriege ich nämlich auch die Blätter hier noch reingestopft. Ins Lagerfeuer schon mal das Feuerholz rein. Dann sind wir dann in der nächsten Folge soweit klar. Oder für die nächste Folge soweit klar, dass wir dann, glaube ich, mal wieder zur Kirche aufbrechen können. Früh am Morgen. Ich würde jetzt eine Speicherung machen. Ups. Kann vielleicht noch ein bisschen was vorbereiten. Obwohl, nee, wir machen direkt am Start nächste Folge. Fahren wir los zur Kirche. Machen wir einen kleinen Ausflug. Balgen uns mit ein paar Banditen und kommen hoffentlich mit einem geilen Bogen zurück. Dann haben wir eigentlich alles an Waffen. Bis vielleicht auf die gute Schrotflinte, die wir bräuchten, um den Rest hier wegzuräuchern. Vielleicht kriegen wir im Banditenlager sogar eine. Mal gucken, wie es läuft. Dann, ja, soll es das erstmal gewesen sein. Ich habe schon mal die erste Hütte angezeichnet. Da wird es ein bisschen was zu tun geben. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber ich freue mich drauf. Beim nächsten Mal bei Miss Survival. Wir sehen uns. Herzlichen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis denne. Tschüss.